Hello. Bonjour. Hola. Привет. Salvete. Buongiorno. Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen im Borg Grieskirchen. Hier werden neben den allgemeinbildenden Unterrichtsgegenständen eine Reihe von individuellen Spezialzweigen angeboten, so wie etwa der Art Media Design Zweig. Das Coole an künstlerischen Techniken ist, dass man einen guten Mix aus Praxis und Kunstgeschichte hat. Und es wird einem beim Zeichnen, beim Arbeiten sehr viel Freiheit gelassen, wie man es macht. Wir machen in unserem Zweig Drucktechniken, Ölmalerei und verschiedenste andere Sachen, wie zum Beispiel Aquarellmaler oder auch noch mit Bleistift, alles Mögliche eigentlich. Und ich gehe auch in den Art Media Design Zweig und da gibt es ja zwei Richtungen, KT und Multimedia. Und ich gehe in Multimedia. Da machen wir sehr viel mit Fotografie, Bildbearbeitung, aber auch Film und Filmschnitt. Und wir lernen auch die ganzen Adobe-Programme kennen. Und jetzt nehme ich euch mit zu einer spannenden und witzigen Chemieshow. Im Science Health Geometry Zweig machen wir ganz viele praktische Versuche, zum Beispiel in Biologie sezieren, mikroskopieren oder eben in Physik, Chemie, dann Versuche, Experimente, interessante Sachen. Wir haben vertiefte Stunden in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik. Wir haben aber auch noch andere Fächer, wie zum Beispiel Musik oder Kunst. Der naturwissenschaftliche Zweig ist besonders für diejenigen interessant, die sich für naturwissenschaftliche Fächer wie zum Beispiel Physik, Chemie, Mathematik oder Biologie interessieren. Und nach der Matura kann der Zweig vor allem weiterhelfen, wenn man was Naturwissenschaftliches studiert, wie zum Beispiel im Bereich Medizin. Also im musikalischen Zweig ist der Fokus sehr auf die Instrumente. Man hat zwar Instrumentenstunden, wo man sie zum Beispiel Klavier, Gitarre, Saxophon, Schlagzeug oder aber auch Gesang wählen kann. Und daneben hat man aber trotzdem auch die ganzen allgemeinen Fächer wie Mathe, Deutsch und so und hat halt trotzdem die Möglichkeit, alles eigentlich nach der Matura zu machen. Und im Bereich Professional Music wird man nebenbei noch die Theorie für die Leistungsabzeichen vom bronzenen bis zum goldenen Leistungsabzeichen und wird perfekt vorbereitet für eine Ausbildung mit Musik. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, sich sprachlich weiter zu orientieren, so wie beim Sprachraum Let's Speak English. Wir sprechen einfach, wir versuchen, Sprechen zu üben, Englisch zu üben. Ich spreche über Kultur und was meine Erfahrung zu Hause ist und wie es bis jetzt in Österreich gegangen ist. Sie sind sehr nett und sie stellen Fragen. Sie sind immer neugierig und das finde ich sehr gut. Neu ab dem Schuljahr 2024/25 ist die sogenannte Sportsline. Die ist optional zu jedem Zweig dazu zu wählen und ist speziell für Schülerinnen und Schüler, die sich für Bewegung und Sport interessieren. Sie beinhaltet Sporttheorie, Sportpraxis, aber auch zusätzliche Sporttage. Und in der Sportpraxis werden unterschiedliche Sportarten dann durchgenommen. Dieses Fach kann man dann auch mündlich maturieren und bietet dann eine gute Grundbasis für ein anschließendes Sportstudium zum Beispiel, weil in der Sportpraxis die Kriterien für die Sportaufnahmeprüfung durchgemacht werden. Das Borg Grieskirchen ist eine Schule mit Tradition und Zukunft. Lernen fürs Leben, praxisnah und zielorientiert. Man kann auf jeden Fall studieren, so habe ich es gemacht. Ich habe Chemie studiert auf der Uni in Linz. Und habe dann ein Postdoktorat gemacht in Zürich und bin dort jetzt für die Einrichtung von einem neuen Labor als Laborleitung tätig. Hoher Leistungsanspruch, aber auch Herzlichkeit finden hier gleichermaßen Platz. Was für uns spricht, ist natürlich die Größe der Schule, dass wir einfach ein ausgewogenes, gutes Verhältnis haben von Lehrerinnen und Schülerinnen. Dass es auch so ist, dass wir jetzt da probieren, noch zusätzlich gewisse neue Features irgendwie so zu installieren, auch in Zusammenarbeit mit der Schülervertretung. Was mir sehr wichtig ist, ist auch sozusagen nicht nur heute am Tag der offenen Tür, sondern die offene Tür. Das heißt, dass sämtliche Personen, die hier im Schulhaus sind, Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen, Kollegen, alle jederzeit zu mir eben kommen können, um Dinge irgendwie zu besprechen, um Anliegen irgendwie zu deponieren. Und es setzt auf eine ganz offene Kommunikation und ich denke mir, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, auch im Hinblick irgendwie auf die Eltern irgendwie, wo wir auch sehr offen sind. All das sind so Dinge, wo ich mir denke, wir arbeiten dran, dass das Wohlfühlen, das jetzt sicher schon da ist, nur besser wird und sind natürlich immer für alle Anregungen sehr offen. Auf Wiedersehen!